Welcome back to Dark Souls. Ooh, yeah. Hallo, genau. Also, willkommen zum nächsten Part von Dark Souls. Es ist, glaube ich, Part Nummer 6. Richtig. Ja, ich habe inzwischen ein paar Stunden lang wieder ein bisschen Seelen gefarmt. Es ist eine Heidenarbeit, mal ein paar Seelen zusammenzukriegen. Aber ich will am Anfang auch ein bisschen aufsteigen und dies und das vielleicht noch kaufen. Die Waffen habe ich schon zwischenzeitlich verbessert ein bisschen. Pfeile gekauft. Ja. Und dies und das gemacht. Und man kann eigentlich nicht genug Seelen haben eigentlich. Ja, bis zu einem gewissen Grad natürlich. Ich quatsche nicht, so viel ich weiß. Ich würde sagen, wir steigen, nicht wir, sondern ich. Ich steige auf. Noch ein paar Level. Genau, ich bin immer noch Level 19. Also da ist nichts passiert. Auf jeden Fall Kondition. Dann... Ja, da ist das Problem. Ich brauche, glaube ich, mal, wenn ich wirklich stärkere Zauber wirken möchte, muss ich da auch was machen. Da gibt es ja diese Seelenflugmasse und dieses Seelenspeer. Die sind recht stark. Und da später gibt es nochmal eine stärkere Abwandlung davon. Aber da brauche ich einen höheren Intelligenzwert. Einen wesentlich höheren Intelligenzwert. Ich weiß auch nicht, ob ich das machen soll. Das ist bestimmt Level 40 oder so. Ich glaube, Intelligenz auf 40, glaube ich, beim Seelenspeer, beim Kristallseelenspeer. Ich weiß es nicht wirklich. Da müsste ich eigentlich rechtzeitig damit anfangen, das nach und nach hochzuleveln, weil später in den höheren Levelgebieten, dann kostet es natürlich auch eine Menge Seelen. Wie gesagt, hier kostet es jetzt 2857. Das ist dieses nächste Level. Das nehmen wir hier. Und hier noch eins. Lebensenergie nehmen wir noch zwei, dann habe ich hier 609 bis 700, um die 700 glaube ich ist ausreichend. Zauberslots habe ich drei. Es ist, kann sowieso nicht mehr viel machen. Sehe ich gerade. Geht gar nicht. Kondition. Ja, das war's. Ne, noch einen. Einen kann ich noch. Dann bin ich Level 26 und das müsste erstmal genügen. Ich nehme dann nochmal. Was nehme ich denn da nochmal? Stärke brauche ich auch ein bisschen. Okay. Lass mal so, machen wir nicht mehr lang rum. Aufwertung bestätigen. Jawohl. Alright, jetzt geht's los hier. Also, ich bin hier. Habe ich, glaube ich, schon mal gesagt, bei der Kirche. Und zwar habe ich den Taurus-Dämon ausgelassen. Ich bin bei der Stadt der Untoten. Bin ich einen ganz anderen Weg gegangen. Nämlich bei Havel runter. So, apropos Havel, genau, da wollte ich noch mal was zeigen, genau. Ich sollte vielleicht mal die Ringe da zeigen, die ich da anhab. Nämlich dieses ist der Ring von Havel, den ich da unten, den 10 kleinen Zwerg da, den Ritter, der vollgepanzert, habe ich den Ring bekommen. Der hat ihn getroppt, als er gestorben ist. Und das ist der Ring, Havels Ring. Das ist der Ring und der macht was Gutes. Er erhöht die maximale Traglast. Das heißt, man kann ein bisschen mehr tragen. Ich glaube, ich weiß gar nicht, wie viel. 50 Kilo mehr? Ich habe jetzt gar nicht nachgeguckt. Ist ja auch nicht so wichtig. Auf jeden Fall kann man mehr tragen. Der Ring ist ganz gut. Und ja, und hier sehen wir nochmal diesen blauen Drehensteinring. Hier steht es ja auch. Verstärkt bei Gefahr die Verteidigung seines Trägers. Bei Gefahr bedeutet, wenn die Lebensenergie unter 30% sinkt, wird die Verteidigung verstärkt. Ja. Ich kann ihn ja mal anziehen, aber ich brauche ihn nicht wirklich. Weil wenn es mal unter 30% ist, dann sterbe ich auch. Wenn ich Pech habe, natürlich. So, jetzt muss ich erstmal dahin zu dem Kollegen hier. Den haben wir ja schon mal gemacht. So, jetzt geht's da weiter. Zu diesem hier. Der haut mich jetzt bestimmt. Ja, genau, habe ich mir doch gedacht. So, auch weg. Weggewämst. Ich habe nämlich eins vergessen, das letzte Mal, als ich hier drin war, in der Kirche. Habe ich den Dicken? Ja, den Dicken habe ich doch, oder? Ja, den habe ich gemacht. Und zwar
Habe ich vergessen, den Aufzug zu aktivieren. Das mache ich jetzt. Oder habe ich ihn aktiviert? Ich weiß es gar nicht. Habe ich oder habe ich nicht? Jetzt habe ich ihn auf jeden Fall aktiviert. Ich kann jetzt hier... Nee, ich sollte aber trotzdem über die Brücke gehen. Das bleibt mir wohl nicht erspart. Jetzt mal gucken, was der Großbogen so drauf hat. Vielleicht soll ich da auch ein paar andere Pfeile reinlegen. Die machen ein bisschen mehr Schaden. Und dann schauen wir mal. Das Problem ist, sie machen zwar mehr Schaden, aber sie fliegen auch nicht so weit. Ich weiß jetzt nicht, ob ich genau dann komme. Ja. Naja, gut, okay. Das war ja wohl ein Kalter. Jetzt kommen die nämlich beide auf mich zu. Das ist... Oh, das ist gar nicht gut. Ja, komm, hau mich, du Pfosten. Der tropft was. Und ab und zu kann man da mal gucken, das sind kleine Scherben. Manchmal gibt es auch die Waffe, das Balderschwert oder halt irgendwelche Rüstungsteile. Da ist noch einer mit seinem Degen. Oh, oh verdammt, den habe ich ganz vergessen. Ich dachte, den habe ich schon erledigt. Hä? Ich dachte, den habe ich schon platt gemacht. Ich muss mich eh noch menschlich machen, sehe ich gerade. Weil, wenn ich da zu diesen... Ja, komm, jetzt ist gut. Wenn ich da zu diesen... Da steht er tatsächlich noch. Ich dachte, ich habe den fertig gemacht. Hä, bin ich jetzt dumm? Habe ich den nicht gemacht? Das kann ja wohl nicht sein, oder? Ach komm, ich habe ja die Federpfeile. Spare ich mir lieber auf. Dann muss es so gehen. Wenn er einen Kopfschuss kriegt, dann ist er einen Moment lang... Ja, genau, das ist es. Moment lang nicht fähig, etwas zu machen. Und deshalb schieße ich den jetzt ab. Komm, drop mal was. Nee, wieder nix. Das ist echt blöde. Guck mal, wie die alle rennen. Vor allem, die machen überhaupt keinen Schaden. Ach ja, genau. Gute ist, ein Tipp, wenn man Kondition kaum noch hat, schnell das Schild runternehmen, wenn es möglich ist, dann regeneriert sich die Kondition um einiges schneller. Da laufen immer noch welche rum von den Idioten. Einige viele. Naja, gut, okay. Also, wenn ihr merkt, dass es mit der Kondition nicht mehr so weit her ist und ihr habt die Möglichkeit, dann ein bisschen zurückweichen, das Schild kurz runternehmen. Und dann regeneriert sich die Kondition wesentlich schneller. Sag mal, ich bin da noch gar nicht gewesen. Na klar, ich bin ja auch hinrum gegangen. Ich bin ja so schlau. Ja. Verdammt nochmal. Ich dachte, ich habe das schon alles gemacht. Ich bin ja hinrum gegangen. Mein Gott, mein Gott, mein Gott. Dann gehen wir jetzt wieder hinrum. Die paar Minicans da oben, die lassen wir mal. Und den... Na gut, den können wir ja nehmen. Können wir ja noch mitnehmen da. Der kommt jetzt hier. Ich bin einfach zu früh. Eindeutig. Erstmal hauen lassen. Den habe ich mit dem Pfeil abgeschossen. Hey, wo kommt ihr her? Wo kommt denn der her? Ist der auch noch runtergesprungen? Also die, da brauche ich nicht gucken. Da gucke ich echt nicht, weil
Die haben einfach nichts. Jetzt nehme ich doch mal einen Drink zu mir, glaube ich. Die haben nur zerbrochene Schwerter oder diese Hüllen, Lenden, Dingens, Bummens da. Oder sonst irgendwas, Gedöns. Das braucht, das mal Dinge, die die Welt nicht braucht. Jetzt nehme ich mir den hier zur Brust. Den Bogen kurz anschießen, genau. Und er macht das Schild raus. Ja, macht das Schild raus. Ja, okay. Dann soll er mich halt hauen. Mit R2, die Stiche sind nicht schlecht. Aber ein bisschen langsam, da muss man echt aufpassen. Jetzt haben wir hier noch einen. Oh, ja, 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 ja. Schon klar, ne? Voll vorbeigehauen, ne? Wow. So. Weiß ich, komme ich da zur Brücke? Ne, da komme ich auch unten raus. War doch so, glaube ich, ne? Ja. Ich musste aber auch noch ein bisschen was einsammeln. Ich weiß jetzt nicht genau. Einen Schlüssel, glaube ich, gibt es da noch irgendwo. Ich weiß auch nicht genau, wo der ist. Das ist die Helebade, genau. Dann gibt. Ah ja, da gibt es noch zwei Schlüssel sogar. Glaube ich. Da unten irgendwo, wo ist denn der Eingang, der Blöde? Ach, der ist da außerhalb. Stimmt. Okay. Da gibt es einen Schlüssel. Und zwar öffnet er den... Da kommt einer. Hat er mich schon gesehen? Ich höre schon wieder Schritte. Das ist... Deswegen immer mit erhobenem Schild laufen. Zur Sicherheit. Da kommt bestimmt einer irgendwo. Ich schreck bestimmt gleich. Ich höre ihn doch schnaufen. Das ist auch so ein Degenfreak, glaube ich. Ja, der ist hier irgendwo. Ja, hier ist es nicht. Ich hoffe, er lässt mich auch in Ruhe. Ja, und zwar... Müsste hier irgendwo sein. Da auch nicht. Das ist die Sau, die Wildsau, die ich da höre. Ah, da steht er. Ich weiß nicht, ob das klappt, was ich vorhabe. Also Anschleichen und Backstep, das ist nicht so meine Liga. Dachte ich mir. Ah, ich bin so blöd. Hau zweimal gegen die Mauer. Ja, ist gut. Ist auch so ein Bilder. Degenfreak. Ein Ritterschild gibt's hier. Ja. Toll. Jetzt, wo ich ein Schild habe. Ah. Kriege ich den? Mensch. Er muss mich immer noch treffen. Kriege ich den auch noch? Ne, ich glaube nicht, ne? Heidedei. Da muss ich den halt... Wenn der das Tor zumacht, dann sind ja die schon mal... Kann es wieder aufmachen. Da rennt immer einer los, wenn ein Alarm ist. Und macht das Tor zu. Hast du auf? Hast du auf? Der springt runter, ja. Okay. Auch recht. Wenn ich jetzt Glück habe, ich springe hier runter, dann lande ich hier, genau. Und hier gibt es Köderschädel. Mit diesem Köderschädel. Der rennt jetzt los, macht das Tor zu, bestimmt. Oh oh. Wieso kommt denn der da hoch? Das kann er so machen, das Tor. Das habe ich noch nie erlebt, dass er da hochgekommen ist. Da. Da.
Ich höre immer die Schritte, weil ich habe das PX5 noch angeschlossen. Und das ist, wie soll ich sagen? Aber da hört man diesen Dolby Surround System und da hört man die Schritte. Da denke ich immer, der kommt da jetzt von hinten und so, dabei dackelt der das herum. So, jetzt kommen wir mit dem Köderschädel. Und zwar kann man gucken, dass man die vielleicht, ich weiß jetzt nicht, wie ich das hinkriege, wo ich mich hinstelle am geschicktesten, ohne dass ich gleich runterfalle. Die dumme Sau macht mich platt. Hier. Wie kommt der nicht? Kriegt da nämlich Feuerschaden und bringt sich quasi selbst um. Ja, so geht das mit dieser Wildsau. Nicht schlecht, oder? Hat aber nichts gedroppt. Ich höre da überall Fuß. Was ist denn das hier, Mensch? Jetzt bin ich da runtergesprungen. Hätte ich nie machen sollen. Ich muss ja erstmal noch wieder das Tor aufmachen. Jetzt muss ich erstmal gucken. Das sind noch zwei, glaube ich, oder? Ein. Ja, da ist noch einer mit seinem Speer. Ist jetzt gekommen von oben runter, oder wie ist das jetzt? Alter Schwede, hey. Jetzt seht ihr mal, was die für einen Schaden machen, die Jungs. Die dummen Sperren. Vor allem, die können ja blocken und Dingen ist gleichzeitig. Zustechen, angreifen, gleichzeitig. Und das ist eigentlich. Ja, jetzt muss ich ja so oder so. Okay. Jetzt muss ich so oder so da hinten rum wieder, weil durch den Keller, ich muss sowieso hin, weil ich brauche den Schlüssel. Und das ist jetzt noch der einzigste Weg, um wieder hinter das Tor zu kommen. Oder ich muss ganz außen rumlaufen, das will ich natürlich nicht. Hier, das ist der einzigste Weg. Und da kommt jetzt einer, der haut vor mir ab. Oh, oh, ich glaube nicht, dass ich abhau. Oh, oh. Ja, ja. Mal schön, dass man beide gleichzeitig schlagen kann. So flitzen die alle rum. Das ist total anders. Also ich hab in Erinnerung, dass da ja einer Suizid macht. Nee, natürlich nicht. Dass da einer steht da. Der steht da und dann haut er vor mir ab. Will mich quasi in den Hinterhalt locken, weil, wenn ich dann davor laufe, steht hier einer und hier steht einer, glaube ich. Zwei, ja, genau. Und jetzt war es total anders. Das ist ja komisch. Na, komm mal her hier. Oh, hat ja gelangt, super. Prima. Und da ist jetzt, glaube ich, der Schlüssel. Der Geheimschlüssel. Den brauche ich noch. Da muss ich nämlich noch was aufschließen damit. Mhm. Tatsächlich ist so. Der Schlüssel ist zum Aufschließen da. Wieso ist da bloß einer? Hä? Das stehen normalerweise nur zwei. Nächstes. Das Item ist noch da. Was das ist, weiß ich jetzt nicht mehr. Oh mein Gott. Ich hasse das. Es gibt da eine. Wie sagt man, ein Land? Na, auf jeden Fall eine andere Stadt, wo man früher oder später dahin muss und auch noch hinkommt. Da muss man auch so balancieren. Und es ist echt schweinehoch auch. Auch so dünne Balken da und dann kommen auch noch Feinde, die bewerfen dich mit Messer und greifen dich mit ihren Schwertern an. Ja, ich weiß, es ist nur ein Spiel, aber ich bin nicht schwindelfrei. Und das ist echt mörderhoch da in dieser Stadt, wenn man da rumbalancieren muss. Das ist echt mörderhoch. Und echt. Da wird es mir immer ganz anders. So, ich habe gar nicht auf die Uhr geguckt. Ich weiß nicht, wie viel Uhr das wir haben. Ich weiß nicht, wie lange ich schon wieder spiele. Soll ich einfach einen Cut machen hier? Bevor ich hier durch den Nebel schreite? Ich weiß es nicht. 21, ich weiß nicht, wann ich angefangen habe. Ich glaube, ich mache hier mal einen Cut. Auch wenn es jetzt nur 10 Minuten sind oder so. Das ist halt nur 10 Minuten Part. Ich muss mich echt dran gewöhnen, mal auf die Uhr zu schauen.
wann es denn losgeht. Also, ich sage schon mal Tschüss, bye-bye. Und ihr kennt ja den Spruch, wenn es euch gefallen hat, dann drückt einfach den Daumen hoch oder abonniert meinen Kanal. Genau. Bye-bye. Genau, tschüss. Bye-bye, bis zum nächsten Mal.